Der spanische Archäologe Dr. Adrian Paplos von der Universität Alcalá in Madrid ist jetzt mit dem diesjährigen Förderpreis für ältere Urgeschichte und Quartärökologie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen ausgezeichnet worden. In seiner Forschung beschäftigt sich Paplos mit der Morphologie 800.000 Jahre alter Fußknochen. Seine Arbeit ist die bisher detaillierteste und umfangreichste Beschreibung urzeitlicher Fußskelette. Die Mineralwassermarke Eiszeitquell hat den mit 5.000 Euro dotierten Preis bereits zum achten Mal gestiftet.